Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat nach Informationen des US-Internetportals The Athletic viele Interessenten aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der Vertrag des Flügelstürmers bei den Los Angeles Kings wurde nicht verlängert, so dass Rieder zum 1. Juli als Free Agent zu haben ist. Mit den Edmonton Oilers, Mannschaft von Topstar Leon Draisaitl, den Calgary Flames, den Montreal Canadiens und den Vancouver Canucks sind vier kanadische Teams interessiert, dazu kommen offenbar noch die Florida Panthers und die New York Rangers. Rieder spielte zuvor 3,5 Jahre bei den Arizona Coyotes und wechselte während der vergangenen Saison zu den LA Kings. Insgesamt kommt der Landshuter bislang auf 312 NHL-Einsätze und schoss 55 Treffer. Auch Tom Kühnhackl, Dennis Seidenberg und Corbinian Holze haben für die neue Saison noch keinen neuen Vertrag in der besten Eishockey-Liga der Welt. Punkt. Der zweifache Stanley Cup-Sieger Kühnhackl lehnte einen angebotenen Zweijahresvertrag bei seinem bisherigen Team Pittsburgh Penguins ab.